endlich am Ziel. Vor dir ragt ein gewaltiger Moloch auf. Eine Festung im Wasser, die allem Derischen zu trotzen scheint. Wie ein monolithischer Eisberg ragt nur ein Teil der Oberfläche heraus. Rostige Stahlkonstruktionen und kranke Baukonstrukte ragen an merkwürdigen Winkeln aus dem Ungetüm hervor. Ein glosendes Auge blinzelt dich lidlos an. Direkt auf einer Pyramide wachsen Adern und Haut bespannt es, während es dich anglotzt, wie wahnsinnig. Du bist unsichtbar. Dein Meister hat dir Tarnung mitgegeben. Nicht ein Magier könnte einen Odem dich entdecken. Und doch weiß das Auge, dass du da bist. Es flüstert dir zu, macht deine eigenen Reize träge und schwerfällig. Neben dir in der Luft entdeckst du Lederschwingen. Zahlreiche, etwa 30 Stück von ihnen, wie sie dort blind und unfähig um das Schiff herum flattern. Viele weitere hängen an den Baukränen der Schmiedemeister von Agrimot, kopfüber herab wie dämonische Fledermäuse. Du kannst die Seeschlangen entdecken. Sie liegen dort in Ketten angeschlagen, träge im Wasser und wirken wie tot. Es sieht fast so aus, als würden sie geschliffen werden von der Plagenbringer. Jetzt, wo das Auge mit dem Schiff verschmolzen ist, werden sie nicht mehr gebraucht und faulen im Wasser dahin. In Landnähe kannst du weitere Archen erkennen. Dein Ziel liegt vor dir, ein Schiff an der Oberfläche mit einer Goldkruste. Die Mandibeln klackern leise, wenn du herabsteigst. Ihr müsst irgendwo vor der Tobruschen Küste sein. Schmutziges Brackwasser überspült die Ufer und bringt den Tod mit sich. Hinter der Fahrschneise im Wasser erkennst du Ilsur. Die Stadt scheint großteilig verheert und brennt in einem schwarzen Feuer, nur die Bergfeste hält wieder einmal trotzig stand. Während du runtergehst und im Bauch des Schiffes verschwindest, ahnst du, dass noch mehr Archen in dem schwarzen Konvoi sein müssen. Der Bund der schwimmenden Heptarchie. So überfliegst du vorbei an dem verwachsenen Steuermann und der trägen und fetten Chimena Ulgal, die dort liegt. Die Treppe herab kannst du dein Ziel finden, die Kerkerzellen. Ein kleines, untotes Äffchen sitzt dort mit dem Schlüssel zur Tür in der Hand und winkt diabolisch kichernd. Ausgezehrte Soldaten im Inneren blicken dir stumpf entgegen. Ein stinkender Eimer vor Dreck starrend liegt umgekippt in einer Ecke des triefenden Raumes. Was willst du tun? Sehen die... Gibt es Anzeichen von Leben? Oder sehen die alle eher tot bis sterbend aus? Also sie sehen alle lebendig aus, sicherlich wohl gequält, aber du siehst, dass nicht einer gestorben ist. Alle so sind sie noch bei Zahl. Wohl aber Schnittwunden, die an ihnen klaffen und auch der erste Eiter, der sich gebildet hat. Trete näher an die Zelle heran, greife nach den Stäben. Mehr reflexiv als wirklich etwas wollend, kurz daran rüttelnd. Na, deine unsichtbaren Flügel flattern kurz dagegen. Und dann gleite ich zwischen den Stäben hindurch, da ich in gnädiger Weise keine feste Form habe. Ja, kurz hast du noch das Gefühl, als würde dich einer der Mannschaft da erkennen, aber ihre Augen sind nicht unbedingt blind, aber einfach gequält und müde. Während hinter dir das Äffchen immer noch klimpert mit den Schlüsseln. Ich rennte langsam durch die Zelle und zähle ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie viele sind es? Das sind alle übrigen Dukatengardisten, die ihr auf dem Geisterschiff verloren habt. Nur ist das nicht das Geisterschiff, sondern die Goldmorgen-Tarantel. Jeder einzelne. Ist sonst etwas hier? Andere Gefangene? Keine weiteren, aber du kannst, wenn du deinen Blick etwas auseinandergleiten lässt, durch die Wände hindurch blicken, durch die Gitterzellen und siehst hier wohl noch weitere Kerkerzellen. Das war aber nicht dein Ziel. In den anderen Zellen sind auf alle Fälle noch weitere Gefangene, aber sie sehen uninteressant aus. Gleite noch einmal an einem großen Bogen durch die Zelle, mustere zum Schluss das klimpernde Äffchen noch einmal. Sieht es so aus, als würde dieser Schlüsselbund wirklich zu der Zelle gehören? Also das, du kannst kurz die Signaturen mit deinem dämonischen Auge vergleichen. Der Schlüssel selbst ist nicht magisch.
Aber so sehr wie deine Sinnschärfe ist, du gehst davon aus, dass der Schlüssel passen könnte. Da sind zumindest viele Schlüssel an diesem Bund dran und mindestens einer wird wohl sicherlich zu dieser Zelle gehören. Letzte Frage, da ist mir vermutlich auch mal rankommen, weil es aufgefallen ist. Gibt es Dämonen hier oder andere magische Wesenheiten? Du hast verschiedenste dämonische Strukturen entdeckt, während du hindurchgeflogen bist. Also vor allem der Steuermann, der da eine dämonische Matrix in sich aufgenommen hat. Chimena Ulgal war auch eine Paktiererin, das hast du erkannt. Aber ansonsten keine Dämonen, die dir aufgefallen sind. Das Äffchen natürlich ist untot. Zufrieden mit meiner eigenen Leistung erstatte ich meinem Herrn Bericht und mit einem Flügelschlag mache ich mich dann auf den Rückweg. Und gleichzeitig blinzelt Serpentidium mehrere Male die Informationen, die durch deinen Geist gespült werden und du musst einmal kurz Luft holen. Aber wenn du dich wieder orientierst, du bist in deinem eigenen Bett. Hast da gesessen, nicht unbedingt geschlafen oder gelegen, aber die Informationsflut, die dann dieser Gotongi dir übertragen hat über die lange Verbindung von vielen hundert Meilen, immer wieder merkwürdig. Ich fluche einmal leise. Ja, das Vieh sucht sich auch immer nur den besten Zeitpunkt aus. Nun gut. Blicke dann aus dem Fenster und am ersten Strahlen der Morgensonne schon erahnen kann, werde ich mich dann wohl auch auf die Beine machen. Ja, währenddessen hat Zulamin alles vorbereitet für eine Schiffstaufe und auch für die Einsegnung der neuen Mannschaft. Immerhin habt ihr viele dabei und die müssen nicht nur auf dem Mondmale geprüft werden und auf ihre Zuverlässigkeit, sondern selbstverständlich auch eine Loyalität, die dargestellt werden muss. Ja, Zulamin steht gerade noch mit Rafim, Habulgard und Ephanora herum und bespricht ein paar letzte Details. Ich werde meine Rede halten und dann an euch, Habulgard und Ephanora, übergeben, damit ihr die Schiffstaufe durchführen könnt. Im Anschluss ziehen wir alle gemeinsam in den Pfadtempel um, wo dann die Mannschaft eingesegnet werden soll. Und zuletzt kehren wir zum Schiff zurück und Rafim und ich werden den Offizieren den Eidsegen in der Aveskapelle abnehmen. Das wohl. Naja, klingt nach keinem schlechten Plan. Soll ich irgendwen hier lassen, der aufs Schiff aufpasst? Weil wir können ja schlecht alle mitnehmen. Ich denke, wir sollten die Dukatengarde zurücklassen, denn sie sind ja bereits eingeschworen. Vielleicht stellen wir Dr. Rumpel mit einer Liste ans Schiff, dass uns niemand durch die Lappen geht, sondern wirklich alle mit dabei sind. Ja, und ich müsste eigentlich auch die Trollzacker noch irgendwie hier. Irgendwer muss die auch nochmal abholen. Ich werde mich drum kümmern. Gut, wunderbar. Dieser Hassan sagte, er werde den richtigen Zeitpunkt finden. Nun, wir werden sehen. Ich werde sicher nicht ihn mitnehmen, ohne dass er einen Eid geleistet hat. Wer war nochmal Hassan? Der Balayan, von dem ich dir erzählt habe. Ach, der Große. Ich weiß nicht, ob er groß ist, aber die Dukatengardisten haben ihn sehr ernst genommen. Sie haben die Wachen verdreifacht, als er an Deck kam. Na ja, dann habe ich ja gute Hoffnung. Nun ja, der Fex-Tempel hat sich für ihn ausgesprochen und die Fasara Balayan sind für ihre Loyalität bekannt, ähnlich wie die Dukatengarde. Und ich habe die Hoffnung, dass er uns insbesondere in Elburum von einigen Nutzen sein wird. Naja, ich meine, so teuer wird er nicht sein, also selbst wenn nicht, ist ja auch nicht schlimm. Aber wir sollten die Rasselbande jetzt mal einsammeln. Ja, tun wir das. Wird Zeit, dass wir loskommen. Zulamin nickt Ephanora nochmal ermutigend zu. Ihr unterstützt Habulgard dann, ja? Ja, sehr gerne.
Ja, mit diesen Worten würde ich aus der Kapelle schreiten. Ich weiß nicht, haben die Männer schon Aufstellung genommen? Ich nehme die, die wissen ja, was passieren wird. Ja, auf alle Fälle. Also du kannst hier sehen, wie sie dort in Reihe und Glied angetreten sind. Das ist zwar nicht viel Platz, aber vor allem auch zu deinem, ja, doch guten Blick kannst du sehen, dass wohl die Recker von Tareli Abad für die Söldner Platz gemacht haben und sich tatsächlich schon in die Segel bequemt haben, wo sie dann eben zwischen den Spanten, den Tauen und so weiter oder auch dann eben auf den Balken sitzen, hocken und klettern. Und so ist dann eben auch für die anderen Söldner und die Schützen Platz. Kannst du sehen, Bogenschützen der Söldner von Zorgan, selbstverständlich auch das Schützenregiment Perlenmeer oder die von der Maraskan-Flotte, all diejenigen, die ihr mitnehmen möchtet, sind angetreten. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Dann würde ich aber tatsächlich abwarten, bis Sulamin den Befehl gibt, weil das muss ich nicht. Ja, Sulamin kommt dann auch nach draußen in Begleitung von Havulgard und Efanura. Sieht sich selbst auch noch einmal um, ob, naja, alle da sind. Und tritt dann an die Brüstung, lächelt allen gewinnend zu und begrüßt sie. Herzlich willkommen in der Mannschaft. Für alle, die mich noch nicht persönlich kennengelernt haben, ich bin Sulamin al-Shabra, Sala Rishalia al-Jer Khalil, Geweihte der Raja Ushtama, Visira von Yanka und seit kurzem Kapitänin dieses Schiffes. Ich übernehme den Posten von unserem vormaligen Kapitän Magister Abelmir Yamorenis, damit dieser sich wieder ganz seiner magischen Forschung widmen kann. Denn neben unserem Glauben ist es diese Forschung, die uns schließlich den Sieg über die schwimmende Heptarchie bringen wird. Meine fürnehmste Pflicht ist und bleibt es jedoch, der Raja Ushtama zu dienen. Und das werde ich tun. Ich diene ihr, indem ich dieses Schiff gegen die Feinde Alvarans lenke. Die korrekte Anrede für mich bleibt daher Taref Sunia. Denn ich gedenke, nur so lange Kapitänin zu bleiben, wie ich es für notwendig halte, damit diese Mission Erfolg hat. Und kein weltlicher Rang könnte mich mehr ziehen als mein kirchlicher. Als Geweihte der schönen Göttin wünsche ich mir Harmonie an Bord und werde keine sinnlose Grausamkeit dulden. Von niemandem. Ich glaube an die Existenz von Gut und Böse und an all die feinen Abstufungen dazwischen. Doch ich glaube nicht daran, dass Menschen gut oder böse sind. Taten sind gut oder böse. Und darum werde ich euch nach euren Taten beurteilen und nicht nach dem, was ihr seid. Sulamin lässt noch einmal den Blick über die versammelte Mannschaft schweifen, über all die zweifelhaften Gestalten. Melek und seine Recke aus Oron, die Pyromanin Isabel, die im Namen von Helme Hafax mit von der Partie ist. Ortank und die Söldner aus der Wildermark, von denen niemand ganz genau weiß, was sie dort eigentlich getan haben. Sephirim, deren Farblosigkeit sie zu einer Ausgestoßenen macht. Auch wenn die meisten Aventurier nicht wissen, dass es durchaus gute Gründe gibt, Albinus zu misstrauen. Answin, den Hexer, der uns alle so leicht vergiften könnte, wenn er denn wollte. Und Dr. Rumpel, der vielleicht anders ist als andere Geräume. Vielleicht aber auch nicht. Und ja, auch über Diamantis, der da in der Ecke steht und sich in der Vergangenheit einiges geleistet hat, aber nun ja, für den Moment geläutert wirkt. Und nachdem sie sich diesen Moment genommen hat, fährt sie ruhig fort. Gleich wie hoch oder nieder euer Rang ist, einem jeden sei es gestattet, mein Augenmerk auf Missstände zu lenken und konstruktive Vorschläge zu ihrer Verbesserung vorzubringen. Ich will, dass wir Erfolg haben.
Aber ich will auch, dass es euch auf diesem Schiff wohl ergeht. Verwechselt aber meinen Großmut nicht mit Schwäche. Ich werde euch bestrafen lassen, wenn ihr mir keinen Respekt erweist. Oder sehr viel schlimmer, unsere heilige Mission gefährdet. Wenn ich euch einen Befehl gebe, so schätze ich es darauf ein, ich höre und gehorche zu hören, wie es in meiner Heimat üblich ist. Wobei meinen Offizieren ein weniger formeller Ton erlaubt ist. Und sie lächelt ihren Offizieren zu und beginnt dann, sie alle vorzustellen, sodass jeder an Bord weiß, wer welchen Posten inne hat und womit man sich an wen zu wenden hat. Und sie beginnt mit Rafim, dem sie eine Rose aus dem Garten des Raya-Tempels überreicht. Bitte sehr. Du hattest dich doch beklagt, dass niemand dir jemals Rosen schenkt. Ja, schön, dass sich das hier ändert. So, ihr Bastarde und Hurensöhne, ich bin Rafim. Eben Kanava und den ganzen anderen Scheiß, aber das juckt euch eh nicht. Ich bin dafür da, euch auf die Schnauze zu hauen, wenn ihr es nicht hinbekommt. Ich erwarte hier bestes Benehmen, dass ihr euch an eure Verträge haltet, so wie auch wir uns an unsere Verträge halten werden. Naja, und dann lasst es mich doch abschließen mit unseren neuen, allerseits geliebten Worten. Ich höre und gehorche. Sulamin lächelt. Und ja, es ist sehr deutlich, dass du in ihrer Gunst stehst. Und ja, stellt dann noch die anderen vor, bis sie schließlich bei den Magiern angelangt ist, die sie sich für zuletzt aufgespart hat. Dies ist keine gewöhnliche Mission. Darum haben wir deutlich mehr Magiebegabte an Bord als üblich. Darum fühle ich mich auch nicht an die übliche Konvention des ersten, zweiten und so weiter Bordmagus gebunden. Inspiriert von der altehrwürdigen Gildentradition werde ich daher die Bordmagier fortan in zwei Zweige unterteilen. Die Position des ersten Bordmagus wird somit umgewandelt in die des ersten zur Rechten. Boltax Groschorugram wird somit meine sprichwörtliche rechte Hand. Und neben seiner Tätigkeit als Bordmagus auch die Aufgaben des Seelsorgers an Bord von unserem verstorbenen Boron-geweihten Aetilius übernehmen. Weiter zur Rechten wird Adepta Hippolyta. Erster zur Rechten, also meine linke Hand, wird Magister Serpentilio de Lazar, der außerdem die Rolle des Bordalchemisten ausführen wird. Weiter zur Linken wird Magister Abelmir Jamorenes. Dritte zur Linken wird Adepta Marcesca Paligan. Nun, das waren die wichtigsten Ernennungen. Es gibt jedoch noch eine letzte Sache zu erledigen. Dieses Schiff stach vor nunmehr 6 Monaten von Zorgern aus als mondsilberne Drachentöter in See und hat unter diesem Namen viele Siege errungen, aber auch Verluste erlitten. Vielleicht der schrecklichste Verlust in dieser Zeit war der unserer Aves-geweihten Avianda Falkenflug, die von unseren Feinden in einem finsteren Ritual der tiefen Tochter geopfert wurde. Wir haben lange mit dieser Schmach gelebt und um Avianda getrauert. Doch vor kurzem gelang uns das Unmögliche, Aviandas Seele der Erzdämonen wieder zu entreißen. Und das, so meine ich, ist ein Grund, diesem Schiff einen neuen Namen zu geben. Einen Namen, der wie ein Banner der Hoffnung über unsere Mission wehen soll. Für dahin soll dieses Schiff bekannt sein als Aviandas Rettung. Und so übergebe ich das Wort an Habulgard und Ephanora, auf dass sie Swafnir und Effert um ihren Segen für diesen Kurswechsel bitten. Ja, während du gesprochen hast, kannst du schon sehen, wie Havulgard durch die Reihen geht und die Leute aus einer Salzwasserschale die ganze Zeit bespritzt, taucht ihre Finger kurz ein und schnipst dann denjenigen, vor dem sie steht, Wasser ins Gesicht. Währenddessen hat sich
Ephanora vor dir, neben dir hingekniet und hat eine eigene Salzwasserschale. Aus der hat sie dann immer wieder einen kleinen Kelch mit ihren Händen geformt, hat das Nass dann eben nach oben in die Luft gehoben und dann eben durch ihre Hände wieder zurück nach unten in die Schale spritzen lassen. Große Teile sind dann aber auch an ihren Armen entlang geronnen und haben dann ihre Robe etwas getränkt, sodass sie dann selbst jetzt vor allem an den Armen nass ist. Und während du dann auch geendet hast, kommt Havulgard perfekt abgestimmt, wieder zurück nach oben geschritten und spricht dann, während Ephanora es ihr wohl gleich tut und sich ebenso erhebt. So hast du dann links und rechts eine von den Swafni und den Effortgeweihten. Alter Bruder von Woge und Wellen, vor deinem Antlitz treten wir zusammen. Alles fließt. Holz, Planken und Wellen sei verbunden und dir vermählt. Alles fließt. So nimm hin den Tribut der Erdherren, von unserem Willen gestaltet. Alles fließt. Mögen die Wasser ihr liebliches Spiel mit dieser Gabe treiben. Alles fließt. Und der Kapitänin den Verlust deiner Gunst zur rechten Zeit spüren. Alles fließt. Und dir das angemessene Opfer bringen. Alles fließt. Ja, dann schreitet Ephanora mit der Schale, sie nimmt sie einmal ab und schreitet zum Steuerruder, besprenkelt dann ebenso einmal die Planken von links nach rechts, von Steuerbord nach Backbord und läuft dann auch noch einmal von Bug nach Heck, sodass sie dann eben, so wie eben Havulgard auf dem Boot etwas beschäftigt ist, währenddessen spricht Havulgard weiter. Wohlwollende Wogen, euch empfehle ich dieses geringe Gefährt an. Wohlmeinende Wellen, euch preiset diese Gabe mit dem leichten Tanz auf euren Kronen. Glänzende Gischt, sei du Kränzung und Zierat dieser Gabe. Möget ihr alle diese Gabe leiten im Lichte der himmlischen Feuer. Anex sei Hefardu, im Namen von Effort und Swafnir. Erdschwerer Bruder der tiefen Gesteine, dir danken wir für dein Opfer und deine Gabe. Möge sie angenommen sein und die nagenden Schwestern besänftigt, dass sie dein Opfer nicht vorzeitig in blindem Zorn zerstören. Wir erkennen deinen Großmut und danken dir. Gepriesen seien die erdschweren Gaben. Anexai Hefado. Wenn die Zeremonie hier abgeschlossen ist, öffnet Sulamin die mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen der Zeremonie beigewohnt hat, wieder die Augen und verkündet: Wir werden nun alle gemeinsam zum Effort-Tempel hinübergehen, um dort Effort ein Opfer zu bringen und ihm um eine sichere Fahrt zu bitten. Und so setzt sich die Menschenmasse ganz langsam in Bewegung. Du kannst von den Reckern und auch dann von den Söldnern ein gemurmeltes Wir hören und gehorchen hören. Und damit über die zwei Stege, über die Planken, die dann ausgelegt worden sind, werden sie dann allesamt in Richtung der Stadt strömen und in Richtung des Effort-Tempels. Wenn du dich selbst dorthin begibst, wohl als einer der letzten gemeinsam mit deinen Offizieren, kannst du wohl noch sehen, wie sich direkt von dem Steg aus dir ein Schatten in einer grauen Kluft nähert und sich dir anschließt, sich einfach dann zwischen euch mischt. Du kannst das bärtige Gesicht von Hassan erkennen. Vor allem kannst du ihn riechen. Sulamin nickt ihm zu und nimmt dadurch zur Kenntnis, dass er sich uns anschließt. Ja, er bewegt sich im Prinzip genau wie dein Schatten hinter dir, in einer fließenden Bewegung, so dass er es von vornherein natürlich wirkt. Und du spürst auch sein Schwert im Rücken, aber es ist eine Sicherheit, die er verströmt. Einfach eine Aura der Sicherheit. Ja, es ist sicherlich ein Gefühl, an das man sich erst gewöhnen muss, ihn immer so dabei zu haben. Aber ich denke, das wird. Gut.
Und damit geht es in einer großen Formation, natürlich auch gedrängt durch die ganzen Wagen, durch die Kamele, durch die Elefanten, die dann hier rumstehen, von irgendwelchen Händlern, die dann ihre Ware feilbieten und euch dann auch das ein oder andere Mal etwas aufhalten. Aber zum Glück ist der Weg zum Tempel der Neuen Flüsse gar nicht so sehr weit. Und wenn ihr dort eintretet, könnt ihr tatsächlich auch Eshebis Saba Periman erkennen, die Tempelvorsteherin, die dort wohl angetreten ist. Und auch die, ja, sie wurde selbstverständlich informiert, wohl von Efanora, so dass ihr dann dort Aufstellung nehmen könnt vor der großen Statue des bärtigen Mannes mit seinem Dreizack. Ja, und im Prinzip treten allesamt ein, gehe ich da mal von aus. Während ihr unterwegs seid, wird auf alle Fälle der kleine Junge an dem Rock von Diamantis zupfen. Hey, du! Na, das... Ist das jetzt wirklich der richtige Augenblick? Nee, es ist genau der richtige Augenblick. Du musst nicht in den Tempel gehen. Find eine Ausrede. Das wird sonst sehr wehtun. Was? Das wird wehtun. Warum sollte es wehtun? Naja, weil der alte Mann dich nicht mag. Er zürnt. Verarsch mich nicht, Junge. Ich bin jetzt... Er ist ein launiger Gott. So viele Jahre auf See. Wenn ich wäre schon längst untergegangen, wenn mich Effert nicht mögen würde. Ich will's dir nur sagen, das wird wirklich wehtun. Aber du kannst dich dagegen wehren. Immer wenn du Schmerzen leidest oder wenn du glaubst, dass du etwas... Ich muss dir wirklich sagen, wenn du etwas nicht kannst, ja? Du kannst einfach sagen, blinder Sohn, hilf mir. Was? Du kannst den blinden Sohn anrufen und der wird dir helfen. Er ist ein gütiger Gott. Ich weiß nicht, was du dir heute wieder einfallen lassen möchtest, aber ich gehe da jetzt rein. Vergiss die Worte nicht. Blinder Sohn, hilf mir.